Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Sims 2. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir sind nach wie vor in Verunaville und zwar bei der Familie Kappe. Und Kai ist gerade schon aufgewacht um 4, weil klar, warum nicht? Ist eine normale Zeit, um aufzustehen, ne? Hier sieht's aus wie Sau, weil wir gestern dieses chinesische Essen bestellt haben. Und ich glaube, wir können das nicht mal in den Kühlschrank stellen. Es sieht aus, aber Gott sei Dank haben wir ja eine Haushaltshilfe. Kai, wie wär's? Nimm doch erstmal ein Bad. Was hältst du davon? Nimm einfach mal ein schönes Bad. Und dann schauen wir mal. Haben wir Frühstück? Sieht schlecht aus. Wir haben gar keine Reste mehr. Okay. Was ist heute für ein Tag? Dienstag. Er muss schon um 9 arbeiten. Okay. Und die anderen müssen in die Schule. Ist jemand von denen schon... Oh, warum ist Theobald denn so müde immer noch? Schwierig. Okay. Und Julia? Julia ist schon ausgeschlafen. Wunderbar. Dann kannst du auch mal baden gehen, Julia. Und Hermia... Mist, Hermia schläft auch noch. Aber irgendjemand muss kochen. Sollen wir versuchen, Kai kochen zu lassen? Ich habe irgendwie Angst, dass es schief geht. Ich habe ein bisschen Angst, dass es schief geht. Okay, er steigt gerade aus der Badewanne. Ja, vielleicht sollten wir es einfach probieren. Oh Gott, okay. Er könnte theoretisch einfach Müsli zubereiten, oder? Da kann ja eigentlich nicht so viel schief gehen. Wollte er jetzt... Warum? Ja, du hast gerade gebadet. Du musst jetzt kein Sprudelbad nehmen. Geh in die Küche und versuch, Müsli zuzubereiten. Und zünde dabei hoffentlich nichts an. Aber wobei, ich meine, da muss man ja den Herd gar nicht benutzen, oder? Ich hoffe, wir kriegen das hin. Oh, ich glaube... Oh, er hat es geschafft. Wahnsinn, voll gut. Wie er es serviert. Wie so ein High-Class-Kellner in einem 5-Sterne-Restaurant. Oh, oh. Was war dieser Ton? Julia? Hermia? Hat irgendjemand was kaputt... Oh, hat Hermia die Toilette kaputt gemacht? Ja, oder? Muss man die reinigen? Geht die dann wieder? Ich habe das einfach zu lange nicht mehr gespielt, dieses Spiel. Ich muss mir das ganze Wissen und den ganzen Erfahrungsschatz erst wieder erarbeiten, glaube ich. Aber manchmal kommen noch Erinnerungen hoch. Okay, kriegt man dafür jetzt eigentlich einen Sauberkeitspunkt? Vermutlich, oder? Alter, dauert das lang. Die Soundeffekte sind auch geil. Oh mein Gott, wie lange dauert das denn? Ah, okay. Nur 3 Stunden gedauert. Und jetzt kann man es aber trotzdem immer noch säubern. Ja, toll. Ich habe irgendwie mein Mikrofon heute richtig dumm platziert, dass ich nicht drüber gucken kann. Okay, wir haben Gott sei Dank Frühstück. Kai hat es geschafft. Dann kannst du das mal essen. Julia, du kannst das hier essen. Oh, Julia spielt Klavier, alles klar. Und Theobald pennt und hat richtig wenig Spaß. Okay, ich wecke den jetzt mal auf und er soll... Ach, Kacke, der ist ja immer noch kaputt. Warum ist der PC immer noch kaputt? Probier das mal, den zu reparieren. Schulbus kommt in einer Stunde. Ja, er hat eh keinen Hunger. Spaß hat er auch keinen. Von daher völlig egal. So, und in einer Stunde kommt auch die Fahrgemeinschaft für Kai. Alles klar. Können wir ja noch irgendwas tun? Ah, er wird eh nicht befördert. Wir brauchen immer noch einen Freund, einen Logikpunkt und einen Charismapunkt. Logik... Haben wir einen Schachtisch? Können wir irgendwo Logik verbessern? Anywhere? Also, warum stehen denn hier jetzt bitte Mac and Cheese rum? Wer hat die denn gemacht? Ach nee, Quatsch. Ach, das ist das Müsli. Ich dachte gerade, ne? Das ist Mac and Cheese, aber... Nee, es sind Cornflakes. Never mind. Logik. Nee. Wir haben nichts, mit dem man Logik lernen kann? Kein Schachtisch? Moment, das müssen wir ändern. Wo muss ich nach hin? Hier. Das da? Ja. So, wir kaufen natürlich nicht hier den hässlichen, billigen, sondern wir kaufen die Qualitätsware. Was haben die denn unten für Stühle? Wir nehmen einfach dieselben Stühle. Alter, habe ich mein Mikrofon dumm platziert. Wow. Incredible. So. Okay, das müsste funktionieren eigentlich, oder? Ja. So, dann geh mal da... ach, er geht jetzt auf die Toilette. Ah, er war schon. Okay, dann kannst du jetzt noch so ein bisschen wenigstens da üben. Wie ist es denn mit deiner Logikfähigkeit? Level 8. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Ich hab gerade ein bisschen Angst, dass der Ton zu laut ist. Ich habe mich vorher noch ein bisschen lauter gemacht. Aber ich glaube, ich habe den Eindruck, es ist ein bisschen lauter, als ich es wollte. Ich hoffe, das geht so. Okay, wer muss jetzt noch... Muss irgendjemand noch irgendwas machen? Eigentlich nicht. Hast du es geschafft, das jetzt zu reparieren?
Nee, er hat es natürlich nicht geschafft. Okay, okay, okay. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Was soll's? Wo ist denn das Telefon nochmal da? Service. Ruf einfach jemanden an, der dann kommt und den PC für dich kaputt macht, wollte ich sagen. Den PC für dich repariert, weil ich hab keinen Bock mehr jetzt. Du kriegst das ja nicht auf die Reihe, ohne einen Stromschlag zu kriegen. Sehe ich das gerade nicht? Handwerker? Anywhere? Habe ich den schon angerufen? Vielleicht habe ich ihn tatsächlich schon angerufen. Er kommt einfach. Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. So, und ihr beiden? Einer von euch müsste vielleicht hier nochmal die Reste wegstellen. Aber lasst euch natürlich nicht stören bei dem Frühstück, das ihr seit Ewigkeiten einnehmt. Leute, der Schulbus kommt. Wunderbar. Jetzt müssen sie in die Schule und das Zeug wird gammelig hier. Na toll. Das war ja mal wieder super. Okay, die drei gehen in die Schule. Theo? Schule? Kein Bock oder was? Was ist denn mit dem? Und warum spielt er jetzt Geige? Die habe ich eigentlich nicht für dich gekauft. Ich sag's nur. Okay, so. Und Kai, du gehst bitte arbeiten. Bist zwar nicht befördert, aber hey, das Geld können wir gut gebrauchen. Und morgen hat er frei. Das heißt, morgen können wir uns endlich unserem Businessplan widmen. Und ein Geschäft in Blauseitig Heide kaufen. Beziehungsweise kaufen werde ich das Grundstück eventuell tatsächlich schon heute. Ich habe eins platziert. Aber ich habe es noch nicht fertig gebaut. Also ich habe noch gar nichts drauf gebaut. Ich habe es nur platziert. Und ich denke, wir werden es dann einfach mal gucken, ob wir heute auch das leere Grundstück kaufen können. Müsste aber eigentlich gehen. Und dann kann ich bis zur nächsten Folge da was Schönes drauf bauen, hoffentlich. Das wäre ganz cool. Er stiehlt schon wieder was. Okay. So. Wann kommen die denn alle zurück? Die Kindis kommen um 13 Uhr und Kai kommt um 16 Uhr. Okay. Boah, hat Victoria jetzt gerade die Mülltonne hier umgeworfen? Ich glaube, es hakt. Oh, ist das der Handwerker? Halt, stopp, 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 stopp. Ich möchte gern überwachen, was der hier tut. Wer bist du denn? Alex Schiffers. Okay, ich hoffe, der repariert jetzt einfach alles, was hier kaputt ist. Ich glaube, aktuell ist es tatsächlich nur der PC. Aber ich wäre jetzt nicht davon überrascht, wenn sie noch mehr kaputt gemacht hätten und ich es nicht gemerkt habe. So, okay. Er bewegt sich sehr langsam. Wir machen ein bisschen schneller. Hä? Das Klavier? Das Klavier war das... Das Klavier war kaputt? Was? Ich wusste nie mal, dass sie kaputt gehen können in diesem Spiel. Das klingt auch echt fürchterlich. Okay. Machen wir ein bisschen schneller. Oh, die Haushaltshilfe ist auch da. Wunderbar. Finde ich gut. Die Post ist auch da. Boah, ey, es geht ab. Okay, das geht jetzt wieder. Sehr gut. Und dann jetzt bitte auch der PC, weil sonst... ich muss meine Immobiliengeschäfte hier auch irgendwie fortführen, ne? Oder anfangen. Überhaupt mal anfangen. Hoffentlich kriegt der jetzt nicht auch einen Stromschlag. Am Ende kommen die anderen nach Hause und dann finden sie hier einfach nur noch den verstorbenen Handwerker. Aber ich glaube, es hat funktioniert. Okay. So, ich muss jetzt kurz das Mikrofon ein bisschen zur Seite schieben. So, jetzt kann ich sehen. Wunderbar. Okay, das Hausmädchen ist auch da. Ariana Fisch. sieht noch nicht aus, als hätte sie viel geschafft bisher, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Okay, so, was haben wir? Es ist 11:30, dann mache ich jetzt mal ein bisschen schneller, bis die Kinder wieder nach Hause kommen. Oh, da sind wir. Hermia ist wirklich gut in der Schule und Theobald auch. Oh mein Gott, wie süß. Oh mein Gott, und Theobald hat jemanden mitgebracht. Alles klar. Hermia, Hermia, Hermia. Oh, wie sie sich freut. Aber zu wem rennt sie denn jetzt hin? Error, okay. Okay, never mind. Sie ist zu niemandem hingerannt. Einfach nur in den ersten Stock, alles klar. Brauchst du irgendwas? Ja. Vielleicht was zu essen. Komm, weißt du was? Geh doch erstmal duschen. Und dann... Duschen? Mittagessen servieren. Oh, Telefon klingelt. Hawaii Toast, will man mal Hawaii Toast? Das klingt doch ganz gut. Okay, die anderen beiden? Ach nö, haben wir jetzt hier auch Ungeziefer? Oh, wir müssten einen Gärtner engagieren, glaube ich. Wir haben ja hier auch Blumenbeete, das habe ich irgendwie nicht gecheckt. So, wir holen erstmal die Post. Und dann rufen wir den Kammerjäger an. Kann ich den von hier aus anrufen? Nee. Okay, aber wir holen jetzt mal die Post und dann kümmern wir uns um den anderen Kram, würde ich mal sagen. Oh, und Theo ist ans Telefon gegangen. Wen hast du nun mitgebracht? Sandra Tüller. Okay, also sie geht auf die Toilette, da wollen wir jetzt mal nicht stören. Wo legt sie denn das jetzt ab? Ah, einfach hier. Okay, ja, toll. Super. Muss gleich bezahlen. Nee, sie geht erstmal. Ach, da ist gerade Sandra. Ja, dann geh halt auf die Toilette. Komm, das ist jetzt auch kein Problem. Und dann kannst du die Rechnung gleich bezahlen, weil wenn wir es nicht gleich machen, dann weiß ich ganz genau, was passiert. Ich werde es nämlich vergessen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Gut, Hermia ist am Kochen. Theo telefoniert. Mit wem telefonierst du eigentlich? Mit irgendeiner weißhaarigen Dame? Jasmin Kraft. Will die dir was aufschwatzen? Und er möchte ein Handy kaufen. Ich möchte auch ein Handy kaufen. Das, ich glaube, das kann man an der Uni kaufen, oder? Auf den Gemeinschaftsgrundstücken. So, okay. Julia geht die Rechnung bezahlen. Du braves, braves Kind. Haben wir hier unten... Ach ja, klar, wir haben ein Telefon. Aber das benutzt Theo gerade. Ich will doch einen Gärtner engagieren. Und außerdem will ich einen Ungezieferbekämpfer. Wie heißt denn das? Kammerjäger will ich anrufen. Aber da muss ich wohl warten, bis Theo fertig telefoniert hat mit Jasmin. Warum auch immer er mit Jasmin telefoniert. Ich glaube nicht, dass sie sich vorher kannten, aber okay. So, Mittagessen ist fertig. Yummy. Yummy. Da muss ich jetzt direkt einmal kurz ein Bild von ihr machen. Gott sei Dank haben wir Hermia in diesem Haushalt. So, keiner kann kochen hier. Niemand. Moment. Das wird ja ein unfassbar schönes Bild. Ja, sieht voll kacke aus. Wow. Wow. Es ist immer so schwer, die Thumbnails zu machen. Ich schwöre es euch, weil ich einfach keine schönen Bilder zustande kriege, weil das mit der Perspektive... Das habe ich jetzt hier noch nicht so ganz raus, muss ich sagen. Okay. Einmal Mittagessen. Auch für dich, Theo. Einmal Mittagessen. Du kannst danach aufs Klo gehen. Ich hoffe, er ist nicht so lang, dass er das dann nicht mehr schafft. Das wäre ein bisschen blöd, aber wir drücken ihm die Daumen. Okay, und dann sperren wir das in den Kühlschrank und bestellen... Ah, wobei, nee, das können wir stehen lassen, weil Kai kommt eh bald nach Hause. Aber den Rest... Oh mein Gott, sind sie gerade beste Freunde geworden? Wie süß, wie süß. Sie hat wirklich eine gute Beziehung zu ihren beiden Geschwistern, aber nicht zu Kai, glaube ich. Ja, nicht so wirklich. Und er hat aber überhaupt gar keine Beziehung mit Julia. Richtig sad. Richtig sad. Naja. Was machen wir denn heute noch? Wir müssen auch irgendwie die Hausaufgaben am besten machen, oder? Oder was wir auch machen könnten. Wie viel Zeit haben wir noch? Er hat übermorgen, wird er zum Erwachsenen. Das heißt, wenn er aufs College geht, müssen wir das vorher machen. Doch, er muss aufs College, oder? Was ist nochmal sein Lebenswunsch? Mr. Superstar, 20 gute Tierfreunde haben. Eigentlich muss er nicht aufs College. Aber er hat den Wunsch und ich habe ihn schon eingeloggt. Hermia möchte auch auf jeden Fall... Ja, ich glaube, die gehen einfach alle drei aufs College. Kent Kapp ist kein Familienfreund mehr. Mit ein wenig Interesse kannst du einiges wieder gut machen. Würde ich ja gerne, aber er hat ja kein Telefon. So, und Kai hat einen Arbeitskollegen mitgebracht. Das ist schön. Sind die schon Freunde? Wer ist denn das? Daniel Kreuz. Wo ist Kai? Da. Daniel Kreuz. Okay, dann können wir eigentlich mit Daniel ein bisschen plaudern. Komm, geh mal jetzt ins Haus, Kai. Geh einfach mal ins Haus und beschwer dich jetzt nicht über den Müll, der da rumliegt. Okay, danke. Geh einfach dahin. Mach das einfach mal. Okay, und Julia, du könntest beim Service anrufen. Zweimal hintereinander, weil ich glaube, wir brauchen zwei verschiedene Services. So, Kai geht so langsam wie eine Schnecke. Hey, Ed, wo geht Daniel denn jetzt hin, sag mal? Fühlst du dich hier ein bisschen zu sehr zu Hause? Kann das sein? Also, reden, plaudern. Boah, jetzt geht er einfach an unseren Schachtisch. Ernsthaft? Ah, gut, Theo geht auf die Toilette. Ah ja, okay, wo wollten wir, was wollten wir nochmal? Hier, Gärtner wollten wir anrufen und Kammerjäger. Wir machen erstmal den Kammerjäger. Hä, ist schon spät, ich muss gehen. Sag mal, ist die Haushaltshilfe jetzt gegangen einfach, obwohl sie noch nicht fertig ist, weil es schon so spät ist? War es hier so schmutzig oder was? Upsi. Was haben wir hier? Der Kammerjäger. Insekten haben bei uns keine Chance. Wir berechnen einmalig 10 Simoleons und dann 50 Simoleons pro Stunde. Einverstanden? Ja, absolut. Bitte komm her und beseitige das Ungeziefer. Danke. Gut, und dann rufen wir jetzt noch kurz den Gärtner an. Was machst du denn? Ich habe doch gesagt, du sollst mit dem Dude da plaudern. Ja, ich muss pinkeln. Ja, okay. So, Gärtner rufen wir noch an. Dann geh pinkeln. Ja, ich brauche Hilfe im Garten. Ja, bla bla. Gleich morgen früh kommt jemand bei dir vorbei. Alles klar. So, können wir jetzt bitte einfach mit diesem Dude plaudern? Ist es der da? Ja, wir haben ja schon ein bisschen Vorsprung. Das ist perfekt. Wir brauchen ja nur noch einen Freund. Und ich will, dass er noch befördert wird, bevor er den Löffel abgibt. So, wir machen jetzt einfach mal ganz oft hintereinander. Die gute alte Strategie, wie man Freunde findet. Sie einfach zu Tode labern. So, gut. Dann der Rest...
Theobald will Klavier spielen? Wollte er jetzt gerade für Trinkgeld spielen? Das ist nicht dein Ernst. Komm, jetzt spiel mal einfach nochmal, weil ich hoffe, dann geht dein Spaßbedürfnis hoch. Aber bei Hausaufgaben muss er ja gar nicht machen, ne? Die haben einfach keine Hausaufgaben. Das finde ich so unfair. Ja, gut. Aber spiel trotzdem Klavier, um dein Spaßbedürfnis ein bisschen zu erhöhen. So, und die Mädels haben auch Spaß. Ah, okay. Also, Theobald hat in 2 Tagen Geburtstag. Da es derzeit recht gut um Theobalds Laufbahnanzeige bestellt ist, brauchst du dir nicht allzu große Sorgen zu machen. Vermeide nur, dass Theobald mit Ängsten konfrontiert wird, damit der Stand der Laufbahnanzeige in die nächste Lebensphase übertragen wird. Alles klar? Okay, und Juliette kann nun aufs College gehen. Vorher hat Juliette die Möglichkeit, sich per Telefon oder Computer für Stipendien zu bewerben. Das sollten wir vielleicht tatsächlich machen. Das sollten wir tatsächlich machen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie so dieses Waisenstipendium müssten die ja auch alle wieder kriegen, oder? Wie kann ich denn das machen? College? I guess? Aufs College-Gelände ziehen, erhalten Stipendien anziehen, für Stipendien bewerben. Kriege ich da jetzt gleich... Ah ja, okay. Glückwunsch, du hast dich für das Stipendium der Stadt SimCity qualifiziert. Wenn du es schaffst, deine guten Noten beizubehalten, erhältst du für das nächste Semester eine Finanzspritze in Höhe von 1.000 Simoleons. Oh, und das Stipendium für verwaiste Sims haben wir auch bekommen. 1.500 Simoleons. Okay, das war's. Ist jetzt nicht übel, das sind 2.500 Simoleons. Also, wäre jetzt nicht schlecht. Ja gut, dann, liebe Juliette, dann... weißt du was? Ruf doch mal deinen Freund an. Ruf doch mal den lieben Romeo an. Also, sollen wir fragen, ob er herkommt? Ach so, warte, das geht ja auch so. Ich bin verwirrt. Wir fragen ihn mal. Ich meine, immerhin sind sie ja zusammen und sie ahnt noch nichts von seiner Niederträchtigkeit. Einladen, genau. Wie, er sagt jetzt nein. Kann ich einen Freund mitbringen? Alter, das ist deine Freundin. Willst du da wirklich noch einen Kumpel mit hinschleppen? Ja, von mir aus. Idiot. So ein Idiot. Okay. Hermia, du kannst dich auch gleich für Stipendien bewerben. So, oh, mein Handy vibriert. College, mach das auch mal. Hat sie eigentlich auch so gute Noten? Die haben alle 1 plus, oder? Die haben. Ah, er hat eine 1 minus, aber trotzdem immer noch ziemlich gut, finde ich. Was macht ihr denn gerade? Warum hast du denn aufgehört? Du sollst doch Spaß haben. Jetzt geh Klavier spielen. Okay, das Spaßbedürfnis geht auf jeden Fall hoch. So, für Stipendium bewerben ebenfalls. Okay, sie hat auch das SimCity-Stipendium und das verwaiste Sims-Stipendium. Perfekt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Wie läuft's bei Kai? Seid ihr jetzt schon Freunde? Hä, die sind noch keine Freunde. Alter, Kai, stell dich mal ein bisschen besser an hier. Sollen wir einen Witz erzählen? Ach nee, das wollte ich nicht. Ach, es hat geklappt. Ja, perfekt. Erzähl ihm doch trotzdem mal einen Witz. Ich würde das hier gerne noch ein bisschen erhöhen. Theobald hat einen Kreativitätspunkt bekommen, sehr gut. Ich möchte nämlich nicht, dass er dann morgen sofort wieder kein Freund mehr ist. Ich möchte das ein bisschen festigen hier. Oh, wer ist da? Oh, okay, Romeo ist angekommen. Und wer? Er hat Pete Sommertraum mitgebracht. Ich wusste gar nicht, dass sie Freunde sind, aber alles klar. Muss ich die jetzt reinbitten? Oh, macht sie das schon? Schmutzigen Witz anhören? Ach, Romeo, meinst du, das ist... Ich finde das unpassend jetzt gerade, aber okay. Was macht die Hermia denn? Waren das Würgegeräusche? Spielt er so schlecht? Er erzählt ihr jetzt wirklich einen schmutzigen Witz. Ich wüsste ja so gerne, um was es da gerade geht, aber okay. Sie ist halt immer noch hin und weg von ihm, ne? Immer noch. Es ist so tragisch. Es ist so tragisch. Hallo, wieso komme ich hier nicht weg? Was ist... Ich komme einfach nicht klar. Es tut mir leid. Vergibt mir. Sie ist immer noch so begeistert. Es tut mir so leid. Es tut mir echt so leid, aber... Früher oder später wird sie sein wahres Gesicht kennenlernen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gut, so, zurück zu Kai nochmal, wenn ich es schaffe, da hinzukommen. wie sieht's aus? Mann, ich wünschte, ich könnte sehen, wie halt bei ihm die Stats sind hier unten, ne? Bei Kai ist es jetzt 100, aber bei ihm vermutlich noch nicht.
Oh, wir haben Pete nicht reingelassen. Upsi. Hermia, magst du das mal kurz übernehmen? Der arme Pete steht immer noch draußen vor der Haustür. So, Pete begrüßen. Es tut mir jetzt... Oh, da ist schon wieder ein Geist einfach. Cordelia Kappe, alles klar. Oh Mann. Was zum... Ach, oh mein Gott, ich habe voll vergessen, dass Pete ja ihr Freund ist. Nein, wie konnte ich das vergessen? Konnte ich denn das vergessen? Oh no, wie dumm. Wie dumm einfach, wow. Wow, I'm amazed. Wie blöd. Natürlich, die sind ja zusammengekommen in der Sommertraumfolge, die wir... Ach, klar, klar. Oh, pff, die lassen aber nichts anbrennen da. Kai? Ist dein Kumpel jetzt weg? Hast du dich verabschiedet oder ist der noch irgendwo da? Der ist noch hier und spielt auf unserer Geige. Was ist eigentlich mit den Leuten los? Geh bitte nach Hause, Daniel. Das ist nicht dein Zeug. Du kannst es nicht... Also, das ist nicht okay. Ich gehe doch nicht zu jemandem nach Hause und benutze einfach seine Musikinstrumente, ohne zu fragen. Was ist denn mit dir? Und jetzt geht Hermia schlafen. Ist sie so müde? Oh, die ist tatsächlich recht müde. Aber ich hätte gern, dass du noch zu Abend isst. Ehrlich gesagt. Hol dir mal hier noch was. Kai? Kai! Mann, Kai! Du sollst ihm sagen, dass er gehen soll. Komm schon. Alter. Ich lade nie wieder jemanden in mein Haus ein. Nie wieder. Okay, so. Das heißt, wir haben jetzt die Anforderung hier fertig. Super, super, super. Fehlt noch ein Charisma-Punkt und ein Logik-Punkt. Und dann können wir befördert werden am Donnerstag. Das wäre super cool, weil jetzt ist er ja Level 9 und er soll auf jeden Fall Level 10 erreichen. Morgen ist aber erstmal Geschäftstag. Apropos Geschäft, guck doch mal hier die Immobilien an. Ich bin gespannt, ob wir dieses Grundstück, das ich platziert habe, jetzt kaufen können. Das wäre super. Ich hoffe sehr. Oh, sehr futuristisch. Sehr, sehr futuristisch. Okay, Blauselig Heide. Where is it? Ja! Ich habe nämlich beschlossen, wir machen einen Antiquitätenladen auf. Das war eine Idee von euch in den Kommentaren und ich finde die echt super. Und deswegen kaufen wir jetzt Kais antiquierte Antiquitäten. Es ist ein leeres Grundstück. Aber das kaufen wir jetzt mal. Yep. Okay, Kai ist nun Besitzer von Kais antiquierte Antiquitäten. Voll der Zungenbrecher, warum habe ich das so genannt? Oh. Die Urkunde wird in Kais Inventar abgelegt. Okay. Da. Urkunde zu Kais Antiquitäten. Antiquierte Antiquitäten. Ja gut, dann gehört uns das jetzt schon mal. Jetzt haben wir noch 70.000, die wir dann dort ausgeben können. Und dann hoffe ich, dass das ein einträgliches Geschäft wird, weil sonst wäre es blöd. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht muss ich mir noch mal ein bisschen was durchlesen, wie man ein erfolgreiches Geschäft aufzieht. Aber vielleicht... nee. Vielleicht gehen wir... Vielleicht machen wir einfach drauf los und schauen, wie es läuft. Mal sehen. Okay. So. Nimm dir doch mal einen Teller. Hermia, hast du jetzt... Hermia! Du sollst doch essen. Hermia! Oh, Leute. Sag mal, futtert die gerade dieses vergammelte China-Food jetzt hier? Ist das dein Ernst? Ist das für eine gute Idee? Oh mein Gott. Die machen mich alle fertig. Die machen mich alle fertig, ich schwör's. Wow. Oh, Spaßbedürfnis ist auch schon wieder im Keller bei Hermia. Oh mein Gott, es ist so schwierig, einfach die glücklich zu machen. Es ist so viel schwieriger als in späteren Sims-Teilen. So viel schwieriger. Ich schwör's. Wow. Na gut, Hermia, du kannst dann auf die Toilette gehen, dann darfst du dich hinlegen. Kai kann eigentlich auch pennen gehen. Eigentlich können alle dann pennen gehen. Ich muss noch gucken, wie es ihnen so geht. Achso, Julia schläft eh schon. Wann bist du denn ins Bett gegangen, Julia? Ist das dein Ernst? Die ist einfach schon wieder fast ausgeschlafen. Ihr wollt mich doch alle hart verarschen. Was ist mit euch? Oh toll, und er hat's Klo... Oh Mann, warum hat er jetzt das Klo kaputt gemacht? Ich raste aus. So, Theo... Du hörst bitte auch auf, Klavier zu spielen. Wenigstens ist dein Spaßbedürfnis gefüllt. Haben wir jetzt schon wieder kein Essen mehr? Alter, ich raste aus. Dann mach dir ein Fertiggericht. Ist mir jetzt egal. Mach dir irgendwas. Ich werde wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig. Oh
Mann. Und die arme Julia muss jetzt einfach hier noch die Toilette reinigen. Okay, aber sie hat es geschafft. Geh mal vorher auf die Toilette, bevor du baden gehst, bitte. Danke. Dann darfst du baden gehen und dann kannst du dich meinetwegen wieder hinlegen, obwohl du schon ziemlich ausgeschlafen bist. Aber was, also, was soll ich jetzt um Mitternacht mit dir noch anfangen? Gut. Was hat er da? Ist das doch kein Fertiggericht, das ist eine Getränkedose. Ist schon spät, ich mach jetzt die Düse. Ja, mach die Düse. Ach komm, ey, Theobald, ey, nee, Alter. Boah, ihr macht mich alle fertig. So, jetzt wird ihr erstmal begrüßt. Ihr könnt euch auch sofort wieder verabschieden, weil... Ach so, okay, sie geht. Okay, ja gut. Ich hoffe, es sind alle Gäste, haben sich jetzt wieder verkrümelt. Nee, haben sich natürlich nicht. Okay, hier, Pete ist immer noch da. Pete, geh bitte nach Hause. Geh bitte einfach... Meine Nerven liegen blank. Puh. Warum ist es so schwer, die alle gleichzeitig glücklich zu machen? So, aber jetzt haben wir es dann, oder? Kai ist im Bett und dem geht es einigermaßen gut. Hermia auch, aber ihr Spaßbedürfnis ist absolut im Keller. Theobald geht es auch nicht so gut, aber er muss jetzt pennen. Und Julia geht super, bis auf ihr Spaßbedürfnis, aber sie ist halt schon fast ausgeschlafen. Okay, wow. Boah, ey, was für ein anstrengender Tag. Was für ein anstrengender Tag, ohne Scheiß. Aber ich freue mich auf die nächste Folge, wenn wir nach Blauseidigheide fahren und unser Geschäft endlich eröffnen. Ich werde es vermutlich vorher schon bauen, weil das dauert einfach viel zu lange sonst. Das heißt, ihr könnt euch darauf freuen, dass wir in der nächsten Folge unser Geschäft erstmal dahin fahren. Dann zeige ich euch das und dann werden wir das eröffnen. Und ich hoffe, es läuft gut. Das war es erstmal von mir heute. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns ganz bald in einem neuen Video. Bis dann. Tschüss!